Ja, meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen in der Zirbelstube der Privatbrauerei Moritz Fiege hier über den Dächern vom Bochum. Wir haben einen wunderbaren Blick heute, wie Jürgen Fiege gerade auch sagte. Warum sind wir zusammengekommen? Die Premium-Partnerschaft zwischen dem VfL Bochum und der Privatbrauerei Moritz Fiege besteht seit mittlerweile 10 Jahren. Es gab in den letzten Wochen dazu einige Fragen, die wir heute klären wollen. Herr Fiege, 10 Jahre, geht es weiter? Hören wir weiterhin das Plopp im Revierpower-Stadion? Ja, anders ist in der Tat, sehr geehrte Damen und Herren, die Zusammenarbeit zwischen dem VfL Bochum und der Privatbrauerei Moritz Fiege. Mein Bruder und ich dürfen Sie heute hier sehr herzlich begrüßen. Es ist schon richtig, dass unser Vertrag im letzten Jahr, zur letzten Saison, am Ende der letzten Saison, regulär ausgelaufen ist. Und es ist auch gar nicht ganz unüblich, dass man nach einem Vertragsende, aber auch so sicherlich immer mal wieder seine Basis überprüft und sagt, ist das, was wir gemeinsam tun, noch das Richtige? Ist das, was wir tun, noch das, was wir uns vorgenommen hatten? Sicherlich, und auch das ist nicht ganz unüblich, und auch das hat ja viel in der Öffentlichkeit für Gespräch gesorgt, wird dann auch mal hinter der einen oder anderen Braut hinterher geschaut, das ist sicherlich auch nicht so ganz unüblich, zumindest zeigt es, dass man immer noch recht vital ist. Und die Diskussion in der Öffentlichkeit wurde uns dann so erstmal so richtig bewusst, als dann ein Internetmedium, sprich Facebook, letztendlich eine Gruppe bildete, die in relativ kurzer Zeit, ich hätte es nicht gemerkt, ich bin da durch meine Kinder aufmerksam gemacht worden, relativ schnell über 1000 Mitglieder hatte. Und das Ganze hat dann auch Niederschlag in anderen Foren gefunden, in der Tageszeitung, im Funk und anderweitig. Und nicht zuletzt hat das natürlich auch uns als Brauerei stolz gemacht, dass so viele Menschen eine klare Erwartungshaltung hier im Bochum und in Verbindung mit dem VfL haben. Und letztendlich sich nichts anderes vorstellen könnten, als dass der VfL Bochum und Fiege, die Marke Moritz Fiege, zusammengehören. Das ist eben dann auch, so wie wir vorhin ja gesagt haben, das gehört zusammen, keine reine Behauptung. Das hatten wir auch schon am Beginn unserer Zusammenarbeit vor 10 Jahren so gesehen. Und es ist natürlich schön, wenn das letztendlich von der interessierten Öffentlichkeit dann auch bestätigt wird. Es gab auch nur, also für uns kaum ein Thema, was so stark in der Öffentlichkeit diskutiert wurde. Egal, wo man hinkam, in Gaststätten, auf der Straße wurde man angesprochen, bei Empfängen irgendwo. Immer hieß es, warum macht ihr das nicht weiter, geht es weiter? Und da ist uns auch bewusst noch bewusster geworden, dass das nicht irgendwo ein einfaches Sponsoring ist, nicht irgendwo für die Menschen eine reine Werbeveranstaltung ist, dass hier eine Brauerei mit einem Verein zusammenarbeitet, sondern dass das ein Stück weit mehr ist und dass es eben ein Stück weit Verantwortung für den Verein ist, ein Stück weit Verantwortung für die Fans und nicht zuletzt auch für die Identifikation in Bochum. Einer von Ihnen, wahrscheinlich war es, hat geschrieben, Fiege für den Seelenfrieden der Fans und da uns nichts ferner liegt, als dass wir nicht wollen, dass die Menschen im Frieden, im Seelenfrieden leben, haben wir natürlich uns schon dann überlegt, dass das auch so bleiben soll. Und so ist unser Fazit eben, dass Verein und Brauerei sich ihrer Verantwortung sehr bewusst sind in der Stadt, auch ihrer Bedeutung und ihrer Verantwortung in dieser Stadt. Und dass wir uns deshalb auch in den Gesprächen entschlossen haben, diese Zusammenarbeit weiterzuführen mit ganz klaren Zielen, natürlich mit sportlichem Erfolg. Da werden aber Ernst und Herr Schwenken, die ich auch hier jetzt herzlich begrüße, etwas zu sagen. Wir wollen natürlich das Biergefühl in dieser Stadt gemeinsam fördern und nicht zuletzt Freude, Spaß und als Brauer natürlich auch Genuss beim Fußball fördern und deshalb freuen wir uns sehr, dass wir diese Zusammenarbeit zwischen dem Privatbrauerei Moritz Fiege und dem VfL Bochum weiterführen werden. Herr Fiege, Sie haben es gerade gesagt, hier in diesem breiten Vierer-Mittelfeld, das hier steht, wie lange haben Sie verlängert? Wir werden
3 Jahre haben wir den Vertrag geschlossen und weiter 3 Jahre. Herr Ernst, Herr Schwenken, Premium-Partnerschaft zwischen FIBE und dem VfL Bochum 10 Jahre, jetzt bis zum Ende der Saison 2012 und 2013. Was sprach denn von Seiten des VfL Bochum zu dem Projekt? Fast alles. Ja, zunächst mal sicherlich sind der VfL Bochum und Moritz FIBE mit die traditionsreichsten Unternehmen hier in Bochum. Seit 1848 aufgrund der Währung, seit 1878 sind es zwei Unternehmen, die sich sehr stark hier in Bochum darstellen, sehr, sehr hohe Identität hier in Bochum haben, die natürlich nicht nur die beiden Unternehmen betrifft, die Anhänger beider Unternehmen sehr intensiv betrifft. Von daher sind wir der Ansicht, dass es natürlich sehr, sehr gut zusammenpasst. Wir sind insgesamt natürlich auch überzeugt von der gesamten Philosophie des Hauses FIBE, was über die Identität hinausgeht, ja klar, an Markenführungsstrategie. Wir sind uns bewusst, dass wir in dieser Art und Weise ähnlich auch arbeiten müssen, denn beide haben in einem sehr, sehr schwierigen Wettbewerbs- und Konkurrenzverhältnis immer wieder die Aufgabe, sich dort zu behaupten. Und ich denke, dass es sehr, sehr wichtig ist, da auch eine klare eigene Identität, eine klare eigene Marke für zu stärken. Das kann man in einem solchen Ballungsgebiet wie im Ruhrgebiet, wenn man beide Unternehmen aus Bochum ist, am intensivsten und am besten, am nachhaltigsten zusammentun. Das werden wir für die nächsten 3 Jahre weiter tun. Das macht uns sehr glücklich und ich glaube, dass es für beide Unternehmen dann auch eine sehr gewinnorientierte Zusammenarbeit sein kann. Herr Ernst, der Flieger hat gerade angesprochen. Sportliche Doppelpass wird weiterhin gespielt. Wie sieht sportlich aus? Wie sind da die aktuellen? Ganz klar, das Ziel ist auszugehen, dass wir den direkten Wiederaufstieg angehen wollen. Wir sind davon überzeugt, auch sehr gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Das heißt, einmal der erste Schritt war, einen neuen Trainer zu verpflichten, der sich damit auskennt, die Liga auskennt oder die Liga kennt, die zweite Liga, aber auch Erfahrung hat aufzusteigen und dann eine Mannschaft oder einen Verein auch wieder in der ersten Liga zu halten und zu etablieren. Der nächste Schritt war, im Kader zu fallen. Da sind wir noch mittendrin. Aber die ersten Neuverpflichtungen sind geglückt. Ich denke auch sehr wichtige, die uns wirklich auch sportlich weiterhelfen. Dann werden wir auch wieder einen Kader haben, der neben der sportlichen Aufgabe, die hergestellt wird, allerdings aber auch so eine Partnerschaft, die wir sie mit FIBE haben, zum Leben erfüllt. Wir machen ja einige Aktionen gemeinsam. Auch da werden wir unsere Mannschaft weiterhin einspannen, sodass wir dann bis zum 13. Jahr der Partnerschaft weiter eine sehr lebhafte Partnerschaft pflegen werden. Und bis zum 13. Jahr dann auch in der ersten Liga. Schneller. Noch spätestens. Ja. Dann immer noch. Immer noch. Ja, danke. Meine Damen, meine Herren, die Fragen bitte von Ihnen. Gibt es Fragen?